Ja, überaus. Die Gender Studies beschäftigen sich ja mit dem Wechselverhältnis von Geschlechterverhältnissen und gesellschaftlicher Ordnung. Wir untersuchen also, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, ob es Medien sind, ob es das Recht ist, ob es Technik ist, welche Rolle Geschlecht da spielt und umgekehrt aber auch, wie etwa durch Recht, durch Techniken, durch kulturelle Praktiken Geschlecht strukturiert wird. Insofern, wir können unsere Gesellschaft nicht verstehen, wenn wir nicht die Geschlechterordnung verstehen. Ja, das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung hier an der TU Berlin ist ein Zentrum, was einen Schwerpunkt an den Schnittstellen zu den Technik- und Naturwissenschaften hat, gemäß dessen, dass wir ja eine technische Universität sind. Wir haben beispielsweise Projekte zusammen mit der Robotik. Dann geht es ja um die Entwicklung von humanoiden Robotern. Auch da spielen natürlich Vorstellungen von Geschlecht, wie Männer, wie Frauen sind, welche Aufgaben beiden Geschlechtern zugewiesen werden, eine entscheidende Rolle. Wir haben ein gemeinsames Projekt mit der Informatik, in dem es um die Entwicklung neuer Lehr- und Lernmaterialien geht, die weniger Geschlechterstereotypen sein sollen, um beispielsweise mehr Mädchen für die informationstechnischen Studienfächer und Berufe zu gewinnen. In der Öffentlichkeit kursieren ja viele Falschdarstellungen über die Geschlechterforschung. Das betrifft zum einen die Zahl und den Umfang der Mittel, über die die Geschlechterforschung verfügt, aber das betrifft vor allen Dingen die Inhalte dessen, worüber wir forschen. Wir wollen diesen Tag nutzen, um die Öffentlichkeit zu informieren, worüber konkret geforscht wird, vermitteln, dass es sehr leicht möglich ist, sich darüber zu informieren, an welchen Themen wir arbeiten. Dafür soll dieser Tag dienen, die Gender Studies sichtbarer zu machen. Wir hier im Zentrum haben dafür eigens einen neuen Twitter-Account eingerichtet. Unter dem Hashtag #ForGenderStudies können sich alle, die es interessiert, informieren und alle, die sich beteiligen wollen, können sich unter diesem Hashtag dann auch an der Aktion selbst beteiligen.